Das Schnapsenspiel Prelomate besticht durch seine Einfachheit. Man braucht eigentlich nur drei Dinge, um es betreiben zu können. Das eine ist Internet, das zweite ist ein Fernseher und das dritte ist eine App auf einem Tablet. Mit diesen drei Dingen kann man das Spiel sozusagen spielen. Ausgangspunkt für das Projekt war die Überlegung, wie kann es gelingen, sozial isolierte ältere Menschen an die Welt der digitalen Kommunikation über das Internet heranzuführen, um ihre soziale Einbindung zu verbessern. Uns war wichtig in der Projektentwicklung, die Personen, für die wir das entwickeln, von Anfang an mit einzubeziehen, um wirklich sicherstellen zu können, dass etwas gemacht wird, das ihren Bedürfnissen entspricht. Ein Vorteil von Prelomate sind sicher auch noch die niedrigen Anschaffungskosten. Die Geräte habe ich vielleicht sogar schon zu Hause. Und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Prelomate-App sehr einfach zu haben ist und kostengünstig in der Anschaffung. Das sehen wir auch als großen Vorteil für eine tatsächliche Entwicklung in Richtung Marktreife, weil viele AAL-Produkte daran scheitern, dass sie zwar von der Idee sehr gut sind, aber so teuer in der Anschaffung, dass sich das kaum alte Menschen leisten können. Ja, hallo, ich bin der Gernot. Und ich werde jetzt da bei Prelomate ein Spiel durchführen mit der Sabine, die da gegenüber beim Fernseher sitzt. Hallo Sabine. Das ist jetzt meine Spielpartnerin und jetzt werden wir eine Runde schnapsen. Das ist eigentlich ziemlich übersichtlich, da meine fünf Karten und die Sabine hat schon Karte ausgespielt. Jetzt einmal einfach zuspielen. Also mit einem Tippen ist da die Karte schon ausgespielt, das ist ziemlich einfach. Der Fernseher leitet mich durch das ganze Spiel, also zeigt dann an, du hast gestochen. Eigentlich ziemlich toll, weil es eigentlich ein sofortiges Feedback ist, also die Karte wird sofort ausgespielt am Fernseher. Also das Spiel ist eigentlich ganz interessant. Es ist sehr authentisch, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig momentan, aber das, ich glaube, das hat man noch in der kürzester Zeit hat man das heraus. Sehr unterhaltsam, ja. Uns war sehr wichtig, dass auch die ganze Bedienung sehr einfach gehalten wird, also dass die Symbole intuitiv erkennbar sind, sodass Menschen das sehr schnell erlernen können, ohne großes Know-how zu brauchen. Ich glaube, das kann jeder, glaube ich, dass das zusammenbringen wird. Karten sind relativ groß und das angeschaut immer auch. Einfach und man kommt geschwind rein. Also es ist für jeden in meiner Jugend verständlich. Das hat eigentlich jeder recht gut gefunden. Größe ist recht angenehm und ich glaube nicht, dass da irgendwer was dagegen haben könnte. Wenn man nicht so mobil ist, das kann es schon lustig sein. Das kann ich mit Nachbarn oder wenn ich nicht fort kann oder was. Wenn ich die Gelegenheit habe und würde so ein Gerät zum Kaufen kriegen, würde ich es sofort kaufen. Das wäre das Schönste im Winter, wenn es der Lange ganze Wochen daheim sitzt, du kannst in Verbindung sein, wenn sich eine Gruppe zusammentut, hat jeder Zerstreuung.